Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute soll es bei uns um das Thema KfW-Förderung gehen, denn es gibt ein neues KfW-Programm Wohneigentum für Familien und dazu habe ich meine Kollegin Bettina Martins-Brunzlo zu Gast. Sie kennt sich bestens beim Thema Förderung aus und hat alle Details für uns parat. Hallo Betty. Hi Anna. Mit dem Programmende des Baukindergeldes Ende Dezember letzten Jahres mussten Familien ja nun lange auf eine Fördermöglichkeit warten. Und jetzt ist es endlich soweit. Was gibt es denn für Neuigkeiten auf dem Gebiet? Ja, Anna, jetzt ist es so, dass die KfW zum 1.6. ein neues Programm für Familien startet, und zwar das Wohneigentum für Familien. Das wird unter der Programmnummer 300 laufen. Das hat die KfW tatsächlich in der Vergangenheit hin und wieder schon mal angekündigt, dass es etwas Neues geben wird. Nach dem Baukindergeld, das war ja für viele auch eine große Unterstützung im Bereich Wohneigentum, von diesem Zuschuss dann auch noch mal zu profitieren. Und jetzt wird es eben eine Kreditförderung geben ab 1.6. Das hatte mir das Bundesministerium auch noch mal bestätigt. Also der Start steht und es wird bald soweit sein. Was können denn Familien dann genau erwarten? Also es ist so, dass Familien mit mittlerem oder geringerem Einkommen für den Neubau oder den Ersterwerb einer neu errichteten Immobilie eine Kreditförderung erhalten. Was bedeutet das? Die Kreditförderung läuft auf 240.000 Euro Maximalbetrag hinaus. Das heißt, diese Familien können einen Kredit bei der KfW beantragen, der zinsgünstiger ist im Vergleich zu einer gewöhnlichen Baufinanzierung. Und das ist möglich durch die Förderung, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt. Also für diese Förderung gibt es finanzielle Mittel von der Bundesregierung. Und dadurch erhalten diese Familien, die einen Antrag stellen, bis zu 240.000 Euro als Kreditbetrag hinzu. Also das heißt, man bekommt nicht einen Betrag X als Förderung, wie da gibt es ja auch einige KfW-Programme, die eben so einen Tilgungszuschuss haben, sondern hier läuft es über die Kreditförderung und dass ich eben einen günstigeren Kredit bekomme, als ich den sonst am Markt bekomme. Genau, also diese 240.000, das ist wirklich nur eine Kreditförderung. Das heißt, diese Familien können weder einen Zuschuss von der KfW erwarten, noch einen Tilgungszuschuss. Also es handelt sich hier wirklich nur um eine Kreditförderung in Höhe von maximal 240.000 Euro. Wir haben ja in letzter Zeit gemerkt, dass die KfW immer mehr Immobilien fördert, die eher energieeffizienter sind. Ist das bei diesem Programm auch ein Thema? Auf jeden Fall. Also Voraussetzung für den Bau einer Immobilie ist in diesem Fall bei dieser Förderung ein klimafreundliches Wohngebäude. Das bedeutet, diese Förderstufen, die ich gleich nennen werde, kennen wir bereits aus der Förderung klimafreundlicher Neubau, die zum 1.3. Jahr gestartet ist. Das ist das Programm 297-298. Gefördert wird ein Neubau, der besonders klimafreundlich ist. Das bedeutet, es muss ein Effizienzhaus 40 errichtet werden, der besondere Anforderungen an die Treibhausgasemissionen erfüllt und genauso das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude einhält, beziehungsweise die Anforderungen an dieses Siegel. Was bedeutet das jetzt genau? Also es geht darum, diese Immobilien so zu errichten, dass die Baustoffe beispielsweise besonders langlebig sind oder auch gut zu reinigen. Oder dass die Raumaufteilung so genutzt wird, dass das Licht, das Tageslicht auch ganz lange genutzt werden kann. Oder dass die Fläche des Gebäudes optimal genutzt wird. Oder auch tatsächlich Barrierefreiheit ist ein Thema. Und all diese Anforderungen sind wichtig, um dieses Siegel oder Prädikat klimafreundliches Wohngebäude zu erhalten. Und wer das besonders gut macht, der kann auch noch das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude Plus oder Premium erhalten. Das muss sogar von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle ausgestellt werden. Also nochmal zusammengefasst, es muss ein besonders klimafreundliches Gebäude der Effizienzhausstufe 40 errichtet werden. Und es gibt einmal die Möglichkeit, ein Gebäude zu errichten, das den Anforderungen an das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude einfach nur entspricht quasi. Oder eben ein Gebäude zu errichten, das sogar von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle dieses Siegel, dieses Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus oder Nachhaltiges Gebäude Premium erhält.
Und gibt es auch Voraussetzungen, die die Familien erfüllen müssen, also nicht die Immobilie, sondern die Antragstellenden? Also die Antragstellenden, die sollten ein maximales Nettohaushaltseinkommen von 60.000 Euro nicht überschreiten und das bei einem Kind. Für jedes weitere Kind, was im Haushalt mitlebt, kommen 10.000 Euro hinzu. Das heißt, eine vierköpfige Familie beispielsweise, also mit inklusive zwei Kindern, darf ein Nettohaushaltseinkommen von 70.000 Euro nicht übersteigen. Dann ist es so, dass die Kinder mit im Haushalt leben müssen und sie dürfen das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Die Immobilie, die erworben wird oder die gebaut wird, die muss mindestens zu 50% den Antragstellenden selber gehören. Und die Immobilie muss auch 5 Jahre selbst genutzt werden und das auf jeden Fall auch für Wohneigentumszwecke. Und Voraussetzung ist auch, dass wenn man selber nicht mehr als 5 Jahre in dieser Wohnung wohnt, dann muss diese Immobilie trotzdem noch 10 Jahre als Wohneigentum genutzt werden oder als Wohnung genutzt werden, sozusagen für wohnwirtschaftliche Zwecke. Das sind so die gröbsten, genau die wichtigsten Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Das sind ja schon ein paar. Aber es ist ja auch eine echt hohe Kreditsumme, es sind ja 240.000 Euro. Bekommen die denn dann alle Antragstellenden? Ja, Anna, das wäre schön. Also 240.000 Euro, das klingt ja echt gut. Allerdings hat die KfW eine Staffelung dieser Kreditfördersumme bereitgestellt. Das bedeutet, es gibt eine höchstmögliche Grenze von 240.000 Euro, aber die bekommt nicht jeder. Denn, wie ich eingangs ja schon sagte, es gibt zwei Förderstufen, die sich an dem Zustand der Immobilie orientieren. Das heißt, erreiche ich für diese Immobilie das Prädikat klimafreundliches Wohngebäude, dann bekomme ich bei zwei Kindern eine maximale Höchstförderung von 140.000 Euro für ein bis zwei Kinder. Habe ich 5 Kinder, also ab 5 Kinder, erhöht sich der Betrag auf 190.000 Euro zum Beispiel. Also wir sehen, diese Höchstbeträge sind abhängig einmal von der Anzahl der Kinder, aber auch von der Förderstufe, die für die Immobilie erreicht wird. Eine maximale Förderung von 240.000 Euro wird tatsächlich dann nur erreicht oder nur gewährt, wenn man für die Immobilie dieses Prädikat klimafreundliches Wohngebäude mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erreicht. Also wir erinnern uns, das Ganze muss zertifiziert werden, auch noch von einem Experten oder einer Expertin. Und ab 5 Kinder, dann erhält man tatsächlich dieses vollen und kompletten 240.000 Euro Kreditförderung. Jetzt hattest du ja das auch angesprochen schon mal, dass es so diese zwei Förderstufen gibt und dass die eine so die erste Förderstufe in Richtung energieeffizient ist und dann, dass es die zweite gibt mit diesem Prädikat, was dann nochmal extra ausgewiesen ist. Das klingt, als müsste mein Bauvorhaben oder eben auch die Immobilie selbst dann eben ja zertifiziert sein. Und brauche ich dazu einen Energieeffizienzexperten? Das ist auf jeden Fall Pflicht, genau. Also für die Planung, aber auch die Baubegleitung ist ein Experte für Energieeffizienz wichtig oder eine Expertin für Energieeffizienz. Der ist Voraussetzung und der muss auch auf der Liste für die Förderprogramme des Bundes stehen. Also unter der Adresse, ich nenne sie mal www.energie-effizienz-experten.de, kann man sich die Fachkraft für Energieeffizienz tatsächlich heraussuchen und so jemanden finden, der auch vor Ort ist bzw. in der Nähe sich befindet. Das Ganze oder die ganze Förderung wird tatsächlich von so einem Experten oder einer Expertin dann auch begleitet, weil nur die kann feststellen, welche Maßnahmen dazu führen, dass auch die Förderstufen, die ja Voraussetzung für diese Förderung sind, erreicht werden. Und bei dieser zweiten Förderstufe, also da, wo das Qualitätssiegel für nachhaltiges Gebäude einmal in der Plus-Variante, einmal in der Premium-Variante, da, wo das Voraussetzung ist, ist es sogar noch wichtig, jemanden, einen Experten oder eine Expertin für Nachhaltigkeit zu beauftragen, die dieses Siegel oder der dieses Siegel dann auch ausstellt und das ganze Bauvorhaben dann auch nochmal bestätigt als besonders klimafreundliches Wohngebäude.
Dieses Programm richtet sich ja besonders jetzt an neu gebaute Immobilien, also ob ich sie selber baue oder erwerbe, aber es müssen eben neue Immobilien sein. Es gibt ja noch das Wohneigentumsprogramm, ich glaube 124 ist das. Gibt es das noch weiterhin? Wird es das noch weiterhin geben? Das wird es auch weiterhin geben. Das richtet sich ja nicht nur an neue Bauvorhaben, sondern auch Bestandsimmobilien. Das ist das Programm 124. Und das ist tatsächlich so, dass man das auch kombinieren könnte. Also man könnte das mit diesem Wohneigentum für Familien kombinieren. Und der Vorteil ist ja, dass in diesem Wohneigentumsprogramm 124 die Grunderwerbsnebenkosten mitfinanziert werden. Also kleiner Tipp, das ist ein Programm, Wohneigentumsprogramm 124, was man ruhig nochmal mitnehmen kann und so gut wie immer gewährt wird. Ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer. Natürlich müssen auch hier wieder Bedingungen erfüllt werden, aber das ist eine kostengünstige Möglichkeit, um dann nochmal seine Finanzierung auf solide Beine zu stellen und da auch nochmal eine Förderung abzugreifen. Genau, und einige Banken akzeptieren ja auch diese Förderung als Eigenkapital. Ne? Also das ist ja dann auch manchmal noch ganz spannend. Das machen nicht alle Banken, soweit ich das weiß, aber dass diese 50.000 sind es, glaube ich, die man bekommen kann, dass die dann als Eigenkapital angerechnet werden und dass man dann auch für den Restkredit oftmals einen besseren Zins noch bekommen kann. Ja, das auf jeden Fall, ne? Das ist der absolute Vorteil. Und kleine Korrektur, für das Wohneigentumsprogramm 124 gibt es sogar 100.000 Kreditbetrag. Also das ist wirklich eine gute Variante. Und wie gesagt, die Grunderwerbskosten können damit mitfinanziert werden. Und viele haben einfach auch gerade bei diesem Nettohaushaltseinkommen, was Voraussetzung für das Programm 300 sein wird, die haben vielleicht nicht gerade mal so viel Eigenkapital angespart oder konnten es vielleicht auch in der Vergangenheit nicht. Da ist das Programm 124 tatsächlich nochmal eine gute Möglichkeit. Wo kann ich denn jetzt sowohl das Wohneigentumsprogramm für Familien als auch das 124er beantragen? Diese Kreditförderungen sind immer so aufgebaut, dass das alles über eine sogenannte durchleitende Bank funktioniert. Das heißt, es kann alles oder die Kreditförderung kann nicht direkt bei der KfW beantragt werden, sondern der erste Weg würde jetzt zur Hausbank führen, beziehungsweise natürlich auch zu einem Finanzvermittler wie Dr. Klein zum Beispiel. Bei uns ist der Vorteil, das kann alles nochmal mit dem Berater oder der Beraterin durchgesprochen werden. Da kann die gesamte Finanzierung schon mal auf die Beine und auf ein Konzept gestellt werden sozusagen. Dann kann man sich angucken, ob das passt und auch für die eigene finanzielle Lage passt. Und unsere Beraterinnen und Berater kümmern sich tatsächlich auch darum, dass alle Unterlagen vollständig da sind und genauso auch dann eingereicht werden können. Also wichtig ist, nicht direkt bei der KfW beantragen, sondern immer über eine durchleitende Bank oder einen Finanzvermittler wie Dr. Klein. Also es klingt ein bisschen kompliziert und es ist ja auch so, dass es nur unter sehr krassen Voraussetzungen sozusagen diese 240.000 Euro gibt. Wie siehst du denn das? Hast du Kritik an dem Programm? Es ist gut, dass es wieder ein Förderprogramm besonders für Familien mittleren oder geringerem Einkommens gibt. Das ist auf jeden Fall gut und es wird als Nachfolgeprogramm für das Baukindergeld gesehen, wobei das Baukindergeld ja ein Zuschuss war. Das heißt, man hat über die gesamte Zeit, über einen Zeitraum von 10 Jahren bekommt man für jedes Kind nochmal einen Zuschuss. Jetzt ist es, ich sag mal, lediglich eine Kreditförderung, die allerdings zinsvergünstigt ist. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Aber es ist durchaus so, dass 240.000 Euro und das, wie gesagt, ein Maximalbetrag unter Bedingung der zweiten Förderstufe für die Immobilie und ab 5 Kinder nicht viel sind. Da muss schon gut gehaushaltet werden auch mit dem Geld, gerade wenn man vielleicht maximal nur 70.000 Euro bei 2 Kindern zur Verfügung hat. Das ist die Kritik, die tatsächlich laut wird, dass die Anforderungen an einen Neubau so hoch geworden sind, dass die überhaupt finanziell kaum noch zu stemmen sind, gerade im Hinblick auch auf die Materialien und Rohstoffe, die in den letzten Jahren auch extrem, die Kosten für diese Rohstoffe, die in den letzten Jahren extrem in die Höhe geschossen sind, dass das längst nicht ausreicht. Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den teile ich. Wir werden sehen, was die KfW draus macht. Sie behält sich ja immer vor, auch Programme anzupassen. Wir werden sehen, wie das Programm insgesamt angenommen wird. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Ich kann die Kritik aber durchaus nachvollziehen, denn 240.000 Euro Maximalbetrag oder
gehen wir das mal an einem typischen Beispiel für eine vierköpfige Familie durch mit zwei Kindern, dann sind 140.000 Euro bzw. 190.000 Euro in der höheren Förderstufe nicht viel Geld. Aber es ist doch noch eine weitere Säule, die in die Finanzierung mit eingebracht werden kann, um die eigene Finanzierung solide aufzustellen. Okay, noch eine Frage habe ich. Du sagtest ja, es ist zinsgünstiger. Die Zinsen variieren genau wie die anderen Baufinanzierungszinsen immer über einen gewissen Zeitraum, oder? Also das muss ich mir immer angucken, wie hoch der Zins dann ist oder wie läuft das bei der KfW? Genau, es ist so, dass die KfW auch immer die Marktsituation betrachtet und dementsprechend auch den Zins ansetzt oder auch immer, also hin und wieder verändert. Es ist aber so, dass dieses Programm subventioniert ist. Das heißt, für dieses Programm stehen Fördermittel des Bundes bereit und damit wird es zinsgünstiger werden. Also das heißt, ich möchte jetzt nicht in eine Glaskugel schauen. Wir werden ab 1.6. werden wir sehen, mit welchen Zinsen wir hier rechnen können. Aber wenn wir uns angucken, das Programm klimafreundlicher Neubau ist relativ günstig gestartet und auch die BEG ist mit relativ günstigen Zinsen gestartet. Auf jeden Fall weit unter 3%. So dass ich auch mit einem ähnlichen Zinssatz für das Programm Wohneigentum für Familien mit der Nummer 300 rechne. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, es gibt ein neues Wohneigentumsprogramm für Familien, die eher ein geringeres oder mittleres Einkommen haben, nämlich mit einem Kind dürfen Sie maximal 60.000 Euro haben. Für jedes weitere Kind gibt es dann 10.000 Euro obendrauf. Kinder müssen im Haushalt leben und unter 18 Jahre sein. Und dann bekommt man einen zinsgünstigeren Kredit, weil der subventioniert ist, über maximal 240.000 Euro. Und das Ganze beantragen kann ich über eine durchleitende Bank oder eben bei einem Vermittler. Und wichtig ist aber auch noch, dass die Immobilie, die ich erwerbe oder baue, auch bestimmten Kriterien entspricht und eben klimafreundlich, energieeffizient ist. Und das muss ich auch von einem Energieeffizienzexperten bestätigen lassen. Genau, das ist gut zusammengefasst. Mir fällt noch ein Punkt ein, der sicherlich auch noch wichtig ist. Wenn das Programm beantragt ist, es darf niemand der Antragstellenden bereits einen Antrag für Baukindergeld gestellt haben. Das darf nicht sein, aber ansonsten, genau, hast du es sehr gut zusammengefasst. Ganz, ganz lieben Dank, Betty. Das hat super Spaß gemacht und hat sehr tief beleuchtet, dieses Programm. Und ich hoffe auch, dass wir Ihnen und euch damit einen guten Einblick geben konnten. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de oder schaut auf unseren Webseiten zu dem Thema. Wir verlinken die euch auch in den Shownotes und auch die URL, die Betty vorhin nannte, schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, über die ihr dann den Energieeffizienzexperten oder die Energieeffizienzexpertin finden könnt. Ganz herzlichen Dank.